Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr hört, heute mal etwas was anderes. Nicht wundern, wenn meine Stimme jetzt so ein bisschen raschelt oder rattert, weil wir fahren hier gerade so ein bisschen über unebenen Boden. Aber ich glaube, das ist vollkommen normal. Ich wollte heute einfach mal eine Art Moto-Vlog drehen, was bei mir natürlich ein Quad-Vlog wird. Aber genau, also ich hatte das schon sehr lange vor. Aber dann habe ich es irgendwie nicht richtig gemacht, hatte auch nicht richtig die Zeit dafür, jetzt wirklich mir ein Mikro und so zu holen. Aber naja, jetzt habe ich bei anderen YouTubern gerade auch geguckt, was sie für Mikros benutzen. Und da ich schon für Rode, für normale Videos, sag ich mal, für zu Hause auch ein Rode Mikrofon habe, dachte ich, komm, holst du dir das auch mal, das hört sich gut an. Und deswegen, man muss sich zwar so ein bisschen dran gewöhnen, dass man jetzt nebenbei auch noch redet, aber mein Gott, also wird man sich auch dran gewöhnen, wie in allen Sachen. Aber ihr könnt ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr weitere solche Videos haben wollt, weil ich finde sie super Hammer, einfach zu schneiden und halt auch zu drehen. Und dann kann ich euch gleichzeitig auch mitnehmen, wo ich so lang fahre. Schaut einfach zu, ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn es euch gefällt, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Ich muss hier gerade ein bisschen Gas geben, damit er auch hinter mir mal einscheren kann. Weil er dachte wohl, dass er da noch überholen kann und konnte er doch nicht. Genau, finde ich ganz cool. Also ich hoffe, man hört mich auch bei höheren Geschwindigkeiten. Aber gut, das werde ich dann beim Video sehen. Ich hasse diese Leute, die mir so dicht auffahren, aber gut. Die hat man immer, genau. Ich wollte euch erstmal so erzählen, weil da kamen auch einige Nachrichten, wie ich mein Quad überhaupt so gestaltet habe, wie ich auf die Idee kam, etc. Aber gut, also ich persönlich fand die ganze Zeit schon Mint-Türkis mega Hammer, ist auch meine Lieblingsfarbe. Ich bin halt persönlich so ein Mensch, ich liebe es einfach kreativ zu sein und dann auch wirklich sowas zu gestalten. Und ich liebe es halt auch einfach sowas zu gestalten. Und dann dachte ich mir, komm, machst du das jetzt? Weil von Anfang an, die vielleicht auch eine Mexa 300 fahren, wissen, dass sie von Anfang an immer schwarz ist. Dann ist sie vielleicht mal ein bisschen mit rot oder so. Ist aber alles nur Sticker. Also von Grund aus ist die schwarz und ist halt eine gute Grundfarbe, dass man dann wirklich mal das gut gestalten kann. Weil dann habe ich mir überlegt, wie machst du das? Folierst du? Oder sprühst du wirklich so, es gibt ja Sprühfolie, sage ich mal. Ich habe gespaltene Meinung davon gehört. Manche sagen, ist super Hammer, hält richtig gut. Manche haben aber auch gesagt, nee, das hält vielleicht für die ersten gefühlten paar Tage. Und danach merkt man auch einfach, dass das absplittert. Aber ich habe mich trotzdem für Sprühfolie entschieden. Ich kann euch mal den Link unten in die Infobox setzen, welche ich benutzt habe. Ich fand sie persönlich richtig gut. Also ich bin kein Meister und kein Folierer und was weiß ich. Das habe ich alles zum ersten Mal gemacht und ich hatte auch keine Vorerfahrung, sage ich mal. Und klar war das so ein bisschen tricky. Das hat auch wirklich viel Zeit gekostet. Schlauer wäre es von mir, weil ich habe das über die Wintermonate gemacht, weil ich bin dann halt einfach so, das ist meine Persönlichkeit. Ich möchte das dann sofort haben. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und habe das über die Wintermonate gemacht. War halt nicht so geil, weil da stand auch bei Temperaturen von 20 Grad, trocknet es einfach am besten und so weiter. Und dann habe ich gedacht, egal, probierst es trotzdem aus. Und dafür muss ich sagen, hat das echt gut geklappt. Also ich hätte es nicht gedacht. Aber Tipp von mir, falls ihr euch auch Sprühfolie holen wollt oder vorhabt, euer Motorrad Quad damit anzusprühen, kauft euch danach noch ein... So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Mein Tipp an euch, wenn ihr die Sprühfolie holt, holt euch auf jeden Fall diese Klarsichtfolie allein, also die auch zum Draufsprühen ist. Packe ich euch, wie gesagt, mal unten in die Infobox. Kann ich euch jetzt nicht aus dem Kopf sagen, welche das jetzt ist. Aber genau, das ist wirklich ein großer Tipp von mir, weil wenn ihr die Sprühfolie nur drauf habt, und wenn ihr dann euer Quad oder Motorrad etc. waschen wollt, dann perlt das nicht so schön ab, wenn ihr auch so Glanzsprühlack, sage ich mal, rüber macht. Also das ist wirklich ein Riesentipp von mir.
Am Anfang dachte ich, ach, brauchst du nicht. Aber dann habe ich mich doch dafür entschieden und es war einfach eine super Entscheidung. Also, das ist so mein Tipp an euch. Genau. Ja, und dann habe ich das alles MINT gemacht. Dachte mir dann zwischenzeitlich, alles MINT zu machen, ist auch blöd. Wenn ihr nicht wisst, wie mein Quad aussieht, guckt euch einfach mein Kimco Maxa 300 Video an, wo ich mein Quad vorstelle. Verlinke ich euch hier oben einmal bei dem i. Da könnt ihr sehr gerne nach diesem Video dann drauf schauen. Da habe ich das von allen Seiten gezeigt und sage wirklich so die Daten und Fakten auch. Wie viel es fährt und wie viel PS etc. Das muss ich jetzt nicht alles dann sagen. Klar, wenn sich die Frage häuft, beantworte ich sie doch mal in einem nächsten Quad-Vlog. Und genau, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles so, wie ich mir das hier denke. Aber ich habe meine Testfahrt gemacht und da hat es echt gut, ja, funktioniert. Also ja, war ich echt erstaunt, dass der Ton super ist. Das Mikrofon, wie gesagt, füge ich euch auch mal hinzu bei der Infobox. Das hat 55 Euro gekostet, ist jetzt nicht sehr teuer, ist aber auch nicht ganz billig. Ist halt so ein kleines Ansteckmikro, was ich mir jetzt vorne an den Helm gesteckt habe. Aber ich kann natürlich auch noch mal ein externes Video darüber abdrehen, was ich alles benutze zum Motovloggen oder Quadvloggen. Ich nenne es jetzt Quadvloggen, weil Motovloggen macht in meinem Sinne irgendwie wenig Sinn. Und genau, inspiriert hat mich natürlich Toxic Time. Kanal ist einmal unten in der Infobox, weil ich das bei ihm einfach schon lang verfolgt habe. Das erstmal so zu mir. Und heute ist ein richtig geiler Tag zu fahren. Also richtig schön sonnig, nicht zu warm, nicht zu kalt. Also echt perfekt. Immer bei so 20 Grad, 21, 22 Grad ist halt echt geil zu fahren. Genau. Und schaut auch mal bei Instagram bei mir vorbei und natürlich auch bei meiner Zwillingsschwester. Sie fährt eine Chopper, eine Honda Rebel 500. Video auch mal hier bei der Infobox verlinkt. Da hat sie auch ihr Motorrad vorgestellt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf jeden Fall vorbeischaut. Genau. Morgen haben wir auch auf jeden Fall eine kleine Fahrt vor uns. Also, dass ich wirklich mal alleine mit meiner Zwillingsschwester fahre, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich fahre selten alleine, also wenn dann immer in einer großen Gruppe, was heißt große Gruppe von 6 Leuten, aber tatsächlich kein Quadfahrer dabei. Also wer auf jeden Fall mal Bock hat zu fahren, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich würde so sagen Hannover und rundum, sage ich mal. Also ich kenne schon einige, die wohnen in Algermissen und so. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, vielleicht kann man da irgendwas Cooles planen, dass man auch mal zusammenfährt. Hätte ich auch mega Bock, weil jetzt beginnt halt oder hat schon längst die Saison begonnen und es ist halt geiles Wetter. Also es soll auch jetzt erstmal so bleiben, auch übers Pfingstwochenende ist auch ganz geil. Wenn ihr das Video seht, war das Pfingstwochenende, denke ich mal schon. Oh, wir müssen tanken, gut. Ich weiß tatsächlich nicht, wie lange ich fahren kann mit meinem Quad. Genau, also wenn ich die Carbonfolie finde, dann packe ich sie euch auf jeden Fall mal unten in die Infobox. Ich bin mir halt unsicher, ob ich die noch finde, aber wie gesagt, sonst findet ihr sie auf jeden Fall unten. Ich muss zu der Carbonfolie sagen, ich habe sie mir besser vorgestellt, weil auch bei warmen Temperaturen, das andere, wie gesagt, also habe ich auch bei kälteren Temperaturen gemacht, aber ja, es hat, sage ich mal, nicht besser gehalten, auch wenn ich es bei wärmeren Temperaturen gemacht habe, was ich ja echt komisch finde. Weil das hat gefühlt kaum gehalten, das löst sich immer so ein bisschen. Aber gut, ich muss dazu auch fairerweise sagen, es ist keine teure Carbonfolie. Es ist jetzt aber auch nicht so eine billige. Also klar, man kann immer viel mehr ausgeben. Aber ich dachte mir so, nur weil ich die Sticker da mache, bezahle ich gefühlt nicht 30 Euro für einen Meter Carbonfolie. Und deswegen habe ich mich für die entschieden. Sie ist gut, ja, aber wenn ihr auch irgendwelche Erfahrungen habt mit Carbonfolie oder generell Folieren, schreibt es doch mal in die Kommentare. Hat es bei euch gut geklappt oder halt auch nicht? Aber ich muss sagen, ich bin im Ganzen eigentlich echt gut zufrieden. Mein Tipp noch an euch, falls ihr euch auch Sprühfolie holt und das dann an euer Motorradquad macht, dann kann ich euch nur empfehlen, für die Knie hier euch was zu holen. Die Sticker, die ich jetzt habe, die kann ich euch mega empfehlen.
Die haben auch diesen M3-Kleber, heißt der, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, genau. Und er hält einfach so hammermäßig. Also die kann ich euch echt empfehlen. War, glaube ich, solche Sticker, sage ich mal, für eine BMW. Aber die haben trotzdem von der Größe ganz gut gepasst. Es war natürlich ein Gefriemel, welche ich jetzt nehme. Die waren auch schon so vorgeschnitten. Aber die kann ich euch echt empfehlen. Die haben nur 12 Euro oder so gekostet. Also echt super. Das ist jetzt keine Produktplatzierung oder dass ich das gesponsert bekomme oder nicht. Das habe ich mir alles selbst gekauft. Aber ich will euch das einfach nur noch mal weiterempfehlen. Falls ihr auch einfach Bock habt, euer Quad oder Motorrad, wie gesagt, umzugestellen oder halt auch Auto. Aber genau, so, ich liebe es einfach auch gegen Nachmittag, Abend zu fahren. Klar ist immer so ein bisschen voller auf den Straßen, weil Abendverkehr, Feierabendverkehr. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, weil morgens, ich liebe es auch morgens zu fahren einfach. Ihr müsst wissen, ich fahre seit Dezember letzten Jahres Quad. Und ich habe mich für ein Automatik-Quad entschieden, weil ich wollte erstmal keins mit Schaltung haben, weil gerade für den Anfang muss man sich halt generell ans Fahren gewöhnen, ans Reihe fahren, sage ich mal. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ihr im Auto dann wirklich fahrt. Ich muss sagen, das Daumengas finde ich ganz gut, ja, aber für längere Strecken nervt es mich halt wirklich. Da entscheide ich mich vielleicht nochmal, wenn ich mir ein Quad hole, nochmal oder halt, oh, hier ist ein bisschen steiniger, ob ich dann vielleicht doch mit dem normalen Gas, mit dem Handgas eins nehme, weil für längere Strecken ist halt schon chilliger für die Hand, als dass der Daumen immer so, ja, ausgestreckt bleiben muss. Aber gut, da kann man es eigentlich echt gut variieren. Ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt. Genau. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie bitte doch gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Morgen kommt dann auf jeden Fall noch ein Video mit meiner Zwillingsschwester. Das kommt dann wahrscheinlich aber erst die Woche darauf online. Also das muss man spontan entscheiden. Meine Zwillingsschwester und ich haben im Juli auch 2 Wochen Urlaub. Da wird dann auch viel gefahren und da wird dann auch echt viele Quad- und Motorradvideos geben. Aber genau, ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so fahrt. Fahrt ihr Quad, fahrt ihr Motorrad und was und wie viel PS, seid ihr zufrieden, etc. Schreibt es doch mal mir bitte gerne. Genau, ich würde das Video jetzt auch beenden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann ihr das Video auch seht. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!